Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Minecraft mit eurem Voucher, mit dem Alterle. Folge 200, Leute, 200 Folgen haben wir jetzt schon. Ich bin gerade in unserer neuen Eisenmine, ein bisschen Eisen ranholen. Ich möchte mir gerne, bevor ich es wieder vergesse, einen Atlas kopieren, ja, dass wir, falls wir den mal wieder verlieren, dass wir noch einen Ersatz haben. Und da wir die 200. Folge haben, dachte ich, und ab und zu ja immer wieder mal einer neu reinschaut, machen wir heute auch einen ganz kleinen Überblick. Wir gehen zum Loft, ja, ich laufe so ein bisschen die Projekte ab, die wir bis jetzt gemacht haben, holen den Brösel rüber. Drüben habe ich nämlich auch noch Red. Stone, für den Atlas brauche ich das, beziehungsweise für den Kompass. Und dann in dem Atemzug holen wir drüben auch noch gleich Matsch. Ich brauche ein bisschen Matsch hier für unseren Geisterwald. Und dann machen wir heute so eine kleine Folge außerhalb der Reihe, würde ich sagen. Weißt du, einfach so ein bisschen ab vom Plan. Dann sehen wir nochmal alle Projekte. Für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, haben dann noch so ein bisschen einen Überblick. Und wir feiern so ein ganz kleines bisschen die 200. Folge mit einem gemütlichen Spaziergang. Wir gehen jetzt hier auch wieder raus. Ich habe schon ein bisschen was eingesammelt. Dann holen wir den Brösel rüber. Den vermisse ich nämlich tatsächlich so ein bisschen. Au. Ja, okay. Oben müssen wir auf jeden Fall raus. Das ist klar. Ich weiß jetzt hier auch noch nicht genau. Wir haben hier nämlich auch mal irgendwann was zugeschüttet gehabt. Ich habe es nur nicht gleich wiedergefunden. Vielleicht gehen wir auf dem Rückweg auch nochmal durch die Mine, weißt du, dass wir Folge 201 auch nochmal so ein Review machen. Wir haben ja noch die große Schlucht, dass wir da nochmal zusammen durchgehen, ein bisschen Eisen rausholen. Oh, guck mal hier, hier, da versteckt sich's, weißt du. Dann holen wir das hier auch raus, dann haben wir auch so ein bisschen Abwechslung. Weil momentan haben wir ja immer dieselben Abläufe, weißt du, entweder Routinearbeit im Feld oder so ein bisschen rumgehampel am Haus. Wo geht's denn? Oh, es ist hell, wunderbar. Wunderbärle, wunderbärle Kohle ist hier auch noch genug drin. Es ist aber nicht der Ausgang, den ich haben wollte, glaube ich. Nee, das ist nicht der Ausgang. Wo ist denn der eigentlich? Ich habe hier nämlich noch gar keinen Durchblick. Oh, Alterle, was ist mit dir los? Habe ich es doch geahnt, dass hier wieder jemand... Komm, geh mal hier raus. Geh mal raus in die frische Luft ein bisschen. Weißt du? Weißt du? Wenn du einen Computer hinten gehabt hättest, hätte ich dich sitzen lassen. Hast du aber nicht. Hast du nicht. So, sag mal, wo ist denn unser Weltle? Ah, da hinten. Oh, die hat verschiedene Eingänge, die Höhle, ne? Also, Moment. Mond nehmen wir natürlich immer mit. Fangen wir gleich mal damit an, genau. Mond ist eins der Projekte, die wir haben. Wir haben ein kleines Mondfeld, wo wir noch aufbauen müssen. Und da wir Mond nicht vermehren können und schon alles Mögliche probiert haben, sammle ich natürlich immer jeden Mond ein, den ich finde. Damit unser Mondfeld... Ey, was ist denn da? Ist das dieselbe Höhle? Könnte dieselbe Höhle sein, ne? Sollten wir ab und zu mal vielleicht noch ein bisschen das Gelände erforschen. So, ein paar Mond haben wir eingesammelt. Hier werden wir auf jeden Fall unseren... Gruselwald bauen, ne? Also ich tue jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, was hier so läuft. So parallel, bis wir drüben sind beim Brösel. Hier ist dann der Eingang zu unserer neuen Eisenmine. Man wird später hier durch einen Gruselwald mit hohen Bäumen und Kürbislaternen durchlaufen müssen. Hier werde ich auf jeden Fall noch so ein kleines Moormatschgebiet anlegen. Links und rechts vom Weg, wobei es jetzt noch gar keinen Weg hat. Der ist noch nicht gewachsen, den müssen wir dann noch aufsteffen, sage ich jetzt mal. Aufsteffen. Hier, ne? Die kommen langsam. Das war das Eichen? Das war Eichenholz. Dann würde ich nämlich fast sagen, wir machen das noch weg. Wir müssen auch noch Schippen basteln. Also, auf dem Rückweg gehen wir auf jeden Fall vorbei an der Schlucht und holen Eisen. Wir brauchen ganz viel Eisen jetzt, nämlich für Werkzeuge. So, siehst du, dann ist der Baum nämlich auch schon korrekt. Und der muss auch nochmal mindestens eins tiefer. Wieso ist denn hier eigentlich auch eine Höhle? So, der Baum ist auch geflickt. Da ist aber schon eine Leuchte drin. Das heißt, hier müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Hier setze ich mal eine Markierung. So, von hier aus geht es dann später tatsächlich durch den Gruselwald bis hin zu unserem Bauernhaus, das irgendwo in weiter Ferne noch wahrscheinlich ist. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den Weg zum Yps finde. Wir haben einen Mammutbaum, der noch mit Magiebäumen umpflanzt wird. Auch eins unserer Projekte. Jetzt ist nur die Frage, finde ich den? Bin ich auf dem richtigen Weg? Lalala. Guck hier, siehst du das? Da ist wieder so ein blödes Efeu. Gift-Efeu. Hast du gesehen? Da war's. Alter Schwede. Da muss man aufpassen mit den Striezelle. Jetzt kann ich aber hin, ne? Okay. Gift-Efeu, mein lieber Mann. So. Also das ist, hauptsächlich gehe ich rüber ins Loft wegen dem Brösel. Unser Hund, ne? Dass wir den auch mal wieder am Mann haben und wegen Matsch. Und halt wegen dem doppelten Kompass, Atlas, dass wir dann mal eine Kopie haben. Ihr kennt mich, ich bin Schussel. Ruckzuck ist das Ding wieder am Arsch. Ich sag mal... Wahrscheinlich kommen wir heute gar nicht drüber, so wie ich mich anstelle. Ich habe halt keine Schaufel mehr, ne? Das müssen wir erstmal wieder bauen. So, jetzt müssen wir doch oben sein. Hier, ne? Das ist unser Yppdrasil. Kurz genannt Ypsi, der Community-Baum. Der Baum des Lebens gibt uns Saft und Kraft. Hier werden halt Magiebäume noch ausgesetzt. Sind die schon gewachsen? Und ein Teil kommt, ne? So, und von hier aus sieht man auch schon... Oh, habt ihr das auch gesehen? Das sieht ja krass aus von hier. Das sieht seltsam aus. Das müssen wir unbedingt weiterbauen. Alter Schwede. So, guck. Hier, die müssen noch wachsen. Die haben wir aber erst ausgesetzt. Kann also sein, es dauert noch ein bisschen. Oh oh. Wautsch.
Wautsch. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ah, hier dürfte es gehen, ohne dass er sich kleinen Schädel einschlägt. So, dann kommt man natürlich irgendwann von diesem Baum runter. So ein kleiner Wallfahrtsort ist es. Hier müssen wir auch noch abbauen. Dann geht es hier durch den Hain zum Bauernhaus. Der Hain ist auch noch nicht ganz fertig gebaut. Die Umgebung müssen wir hier noch gestalten. Also zu tun haben wir genug. Hier verhalten wir uns jetzt dann auch wieder auf, wenn ich den Brösel geholt habe, wenn wir ein bisschen Eisen besorgt haben. Dann wird es hier weitergehen. Ne? Hier ist unsere kleine Magiebaumfarm momentan. Die kommen aber hier wieder weg. Ja, ist herrlich. Das ist herrlich. Jetzt gehen wir auch ganz kurz hoch, damit man den Überblick von oben nochmal hat. Hier, ne? Die große Birke, die kommt einfach nicht. Also jetzt habe ich sie schon an jedem einzelnen Block hier mal sitzen gehabt. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, was ich mit der machen soll. Wieso wächst die da nicht einfach mal irgendwann? Wenn nicht, machen wir drei kleine hin, da kenne ich jetzt auch nichts mehr. Ich setze die jetzt einfach mal ganz frech hier in den Schatten. So, dann haben wir Mohn. Mohn ist immer hier, das wird das Mohnfeld. Hoppla. Wo ist der Mohn? Ich habe doch Mohn. 7 Stück haben wir Wow. Wow, hier muss auch noch ein Zaun hin irgendwann. Hier wird auf jeden Fall aufgemohnt. Das war's schon. Siehst du, also das wächst halt beständig. So, jetzt gehen wir ganz kurz nach oben. Das ist dann unser Bauernhaus. Da kommt auf jeden Fall eine Brauerei in den Keller. Eine Burgermaschine haben wir schon gebaut. Die müssen wir nochmal überprüfen. Die kommt dann im EG. So, hier sind wir gerade dabei, praktisch den zweiten Stock drauf zu zimmern. Und da hinten das Gelände. Das wird, Leute, guck mal. Zieht euch das mal rein. Unten haben wir die Dunkelbäume gesetzt und dann im Hintergrund diese bräunlichen Birken. Ne? Das wird schon der Kranz. Und dann ganz oben die Magiebäume und den Yggdrasil. So, na, ich erkläre einfach kreuz und quer. Die meisten von euch kennen natürlich die Projekte. Der ein oder andere ist einfach gemütlich dabei heute, trinkt seinen Kaffee und guckt sich nochmal alles an, was wir so haben. Hier füllen wir gerade mit Gartenerde auf, haben wir alles geebnet, ne? Haben wir Blatt gemacht. Hier ist unser kleiner Kuhbereich, Außenbereich der Kühe mit viel Blumen. Hier kommt dann überall Weizen rein. Es gibt dann ein riesengroßes Weizenfeld und dann werden wir einen Kornkreis reinzeichnen. Angedacht sind noch eine große Mühle in der Mitte und links und rechts Scheunen. Jetzt hopfen wir hier runter. Au! Entschuldigung. Hast du was zum Futtern dabei eigentlich, Alterle? Ohne Futter braucht man ja natürlich nicht drüber. Ein Brot. Gut, wir haben drüben noch große Felder. Da können wir uns noch mal kurz was zum Essen machen drüben. Ne? Haben wir sonst noch irgendwas zum Essen? Hier, die kannst du auch noch reinhauen. Das reicht zum Rüberlaufen. Ich mache jetzt heute auch keine Routinearbeiten oder so, ist einfach ein Spaziergang. Ne? Das wird ein Spaziergang. Hier dann das Bauernhaus, da drüben sehen wir schon die Routinefelder. Hier besorgen wir unsere Gartenerde. Die Gartenerdefarm. Ne? Sollen wir vielleicht kurz bei der Stadt vorbeigehen? Das können wir doch machen, wenn wir einen Spaziergang machen. Gehen wir zur Stadt und geben gleich mal ein paar Sachen ab. Weißt du? Hier läuft also unser Humus durch die ganzen Behälter. Jetzt pass mal auf, aber Knoblauch kann ich ja keinen abgeben. Ne? Den hat er uns ja verwehrt das letzte Mal. Der Held. Guck mal, bei Knoblauch hätten wir jetzt echt genug langsam, ne? Huch, falsch eingeräumt, komm wieder raus. So, Knoblauch haben wir echt genug. Aber wir haben ja auch noch zum Beispiel, dann nehmen wir mal zwei Stück mit. Hier nehmen wir mal zwei Stück mit. Hier nehmen wir mal, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Oh Mann. Der Platz wird immer enger. Das war beim Voucher schon immer so. Jetzt habe ich es ja hier noch zwei Stück mit. Und haben wir hier auch schon zwei Stück vom, ja, hier nehmen wir auch noch zwei mit. Dann gehen wir jetzt zur Stadt. Gucken wir mal. Dann kriegen wir nämlich Smaragde. Und die Smaragde wiederum brauchen wir für die Pferdesachen. Wir haben den Pferdemann gefunden. Ich habe den noch auf der großen Map, die ich gezogen habe. Der Atlas ist ja leider verschollen gegangen beim letzten Mal. Das heißt, die Aufzeichnung ist da nicht mehr drin, ne? Oder? Ne, es war hier unten irgendwo. Ist leider nicht mehr drin. So, dann gehen wir zur Stadt, geben die Dinger kurz ab. Dann laufen wir rüber ins Loft, holen den Brösel ab. Dann kann ich da nochmal ein bisschen grob zeigen, welche Projekte da noch auf uns warten. Weil irgendwann, früher oder später, kommt die Loftzeit ja wieder, ne? Dann werden wir wieder drüben weiterbauen. So, hallo Kuh. La, hier kenne ich mich Gott sei Dank mittlerweile aus in der Gegend, weißt du? Aber diesen Atlas, die Kopie vom Atlas, die ist wichtig. Die Tage haben wir es ja nochmal gehabt davon, ne? Deswegen machen wir das auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wer von denen hier... Stopp! Halt! Hallo! Nicht wegrennen, nicht wegrennen. Der gibt Smaragde für Bäume. Das ist dann der falsche. Mit dem können wir nichts anfangen. Hier sind noch welche. Hallö. Siehst du, der hat es nämlich gesperrt. Der will nämlich jetzt Soja. Dann kriegt er Soja. Zwei Stück habe ich doch rausgezogen. Ne? Hier kriegst du nochmal Soja. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich halt ganz viel Soja abgeben, ne? Bis der Knoblauch wieder entsperrt ist. Blöd, Mann. Hast du was? Stopp, stopp, stopp. Da war doch der mit dem weißen Kittel. Hallo. Smaragde für Bücherregale? Nee, jetzt blicke ich es hier gerade nicht mehr. Jetzt laufen die hier durcheinander. Smaragde für Spaghetti, Smaragde für Baum. Wo ist denn da? War doch jetzt noch einer, den ich nicht... Komm her. Geh mal in ein anderes Menü, Alter. Wo sind die jetzt hin?
Wo sind die hin? Hier ist einer. Stopp! Das war der Knoblauchtyp. Das sind aber noch mehr Leute. Das sind noch mehr. Wo sind die jetzt alle? Ich will jetzt hier auch nicht ewig rumsuchen. Da war eine Heidelbeere oder irgendwas gelegen. Haben wir nicht hier ein Loch gehabt mit denen? Ha ja, guck mal, da sind sie doch alle. Hallöle. Stopp. Hier, ne? Der Bohnenmann. Hier ist der Bohnenmann. Da kriegen wir auch einen Smaragd. Zack. Bohnenmann. Zack. Dann haben wir das. Wer bist du? Du bist der Bohnenmann gewesen. Und du? Was sind das hier? Rote Beete. Rote Beete haben wir weggelassen. Ne? Hier aber das Smaragd für Baum. Der will Rindfleisch. Hier. Hier ist noch der Kohlmann. Deswegen haben wir ja die Felder angelegt, bis ich dann tatsächlich festgestellt habe, oh, das geht gar nicht so einfach, wie ich es mir vorstelle. Ne? Jetzt haben wir die Smaragde geholt, dann können wir jetzt hier weg. Alter, da ist hier was los. Hier kommt der Nächste. Okay, was war denn das? Was hast denn du da gehabt? Ein Keks. Super. Ah, jetzt weiß ich auch, was das Problem ist hier. Au. Mit euch habe ich schon gesprochen, ne? Ja, du warst der Baumtyp. Alles klar, wo geht's jetzt heim? Hallo? Leute, wo geht's heim? Ah, hier. So, hier ist Bauer. Nee, hier ist Schneegebiet, aber da können wir auch noch kurz durchlaufen. Dann gehen wir hier nämlich jetzt hoch. Lalalala. La. Dann haben wir, smaragdetechnisch haben wir jetzt schon einiges. Also da könnte man schon mal fast los was holen demnächst. Hier müssen wir lang. Haben wir hier eigentlich alles durchsucht gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Hier haben wir auch schon eigene Felder angelegt gehabt. Die waren normalerweise hier oben. Naja, so sehen sie aus. Als ob da sich niemand drum kümmert. So, Heidi Daidi. Entschuldigung, Alterle. So, das ist Schneegebiet, ne? Jo, da ist das Schneegebiet. Jetzt gehen wir ins Schneegebiet, aber da ist jetzt nichts, was wir holen müssten. Da ist halt unsere Schlucht. Die gehen wir auf dem Rückweg besuchen. Wenn wir den Brösel dabei haben, setzen wir den am Schneegebiet oben ab. Gehen nochmal in die Schlucht rein, schauen nochmal ein bisschen nach Eisen. Weil wir brauchen jetzt jede Menge Eisen, Leute. Mir geht dauernd das Werkzeug leer. Aber wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, an Eisen zu kommen. Unsere neue Mine und die Schlucht. War da Lava irgendwo? Habe ich da gerade Lava gehört? Ist aber kein Bock, irgendwo in der Lava reinzuklatschen. Ja. So, hier ist unser Schneegebiet. Für alle, die jetzt praktisch das erste Mal hier bei dieser Tour dabei sind. Mensch, Folge 200, Leute. Ist der Wahnsinn, oder? Wie viel Zeit wir schon miteinander jetzt verbracht haben. Hier hätte mal Hühnerstall entstehen sollen. Hätte Fahrradkette. Eigentlich könnt ihr auch raus. Ich lasse sie jetzt auf. Das bringt ja nichts, ne? Flüchtet! So, hier oben haben wir dann praktisch unser Magiebaumheinle gehabt. Ist ein altes Projekt, das wir nicht weiterverfolgt haben. Werden wir jetzt beim Yps machen, ne? Die Magiebäume. Hier stehen auch noch Stämme einzeln rum. Hier, ne? Der Magiewald. Und da vorne müsste eigentlich schon unsere kleine... Guck mal, sieht sehr schön. Können wir mit rübernehmen. War hier irgendwas, was ich mitnehmen wollte? Nö, ne? Ich glaube nicht. Wir können aber das Andesit hier lassen. Das braucht man nicht. Erde können wir, naja. Da, den Rest nehmen wir jetzt einfach mit. So, jetzt müssen wir uns eine Fackel, weil hier ist kein Bett mehr. Jetzt gehen wir praktisch rüber ins Loft, dann schlafen wir gleich drüben, holen den Brösel ran, holen Matsch, craften uns den Atlas. Hier geht es dann in die Schlucht, das machen wir auf dem Rückweg morgen. Ne? Die ist riesengroß, da soll ja auch die U-Bahn durchführen, unterirdisch. Da müssen wir auch noch gucken, wir hatten doch einen Weg nach draußen, siehst du, den muss ich mir nochmal anschauen. Machen wir morgen auf dem Rückweg, wir haben nämlich den U-Bahn-Weg schon rausgezeichnet, wie man rauskommt. Nur wissen wir noch nicht, wie man reinkommt. Vielleicht machen wir das als Zwischenprojekt, wieso brennt denn da hinten eine Lampe? Wieso brennt da hinten eine Lampe? Haben wir da eine Fackel gesetzt? Wenn ja, für was? Hier müssten irgendwo die Schienen jetzt kommen, ne? Hier sind die Schienen. Aber wieso ist denn hier so hell erleuchtet? Warum? Hallo? Ich glaube, das habe ich markiert, weil wir hier rein müssen in die U-Bahn, ne? Müssen wir mal gucken. Das können wir vielleicht morgen machen auf dem Rückweg, dass wir zumindest rein und raus schon mal gezeichnet haben, weißt du? Weil ich blick's ja wirklich nicht mehr. So, und dann fährt man praktisch später aus der Schlucht raus, wenn man Richtung Loft will. Kommt hier entlang. Kriegt auch jemand noch einen Schwindel? Mir wird's schon ganz schwindelig gerade. Wir sind aber gleich da. So, dann geht's hier rum und dann müsst's unter Wasser, durch den Unterwassertunnel gleich gehen. Sind wir richtig? Ich habe voll das Gefühl gerade, wir sind falsch. Ne, hier geht's runter. Ja, ich bin zu schnell unterwegs, es lädt fast nicht, ne? Hier ist dann unter Wasser unser Tunnel, den müssen wir natürlich auch noch verschönen. Das soll dann später so werden wie hier, dass man halt rausschauen kann ins Wasser, ne? Komplett verglast. Hier war mal ein Unterwassercafé angedacht mit Vollglas. Allerdings habe ich irgendwann festgestellt, dass das Wasser sehr trüb ist, das hat mir dann nicht mehr gefallen. So, jetzt gehen wir pennen, dass wir auch noch ein bisschen Tageslicht wieder dabei haben. Und dann haben wir auch unseren Brösel gleich am Mann. Wie gesagt, jetzt hauen wir uns ganz geschwind dann einen Atlas durch. Den nehmen wir mit rüber und stationieren den am Bauernhäusle. Falls mir der wieder flöten geht, was durchaus passieren kann. Hier haben wir auch nie wirklich alles durchgeschaut.
So, hier geht's hoch. Guck mal, ich kenne den Weg tatsächlich, ne? Aber nach 200 Tagen sollte man den auch irgendwann kennen. So, jetzt laufen wir natürlich über nachts über unser Feld. Das zeige ich aber gleich nochmal, wenn es hell ist. Mit unseren Vogelscheuchen, weil das Feld sieht nur gut aus, wenn es hell ist. Wir haben schon einiges geschafft, Leute, oder? Mal ehrlich, wir haben schon einiges hinter uns. Hier können wir kurz pennen. So, bevor wir da alten, machen wir auch gleich Brote. Da geht auch die Zeit rum, wenn wir hier ein bisschen rumspazieren, ne? So, jetzt sind wir da. Hier sind praktisch unsere Felder. Die sind jetzt allerdings hier noch ein bisschen auseinandergerupft, weil ich hier umgebaut habe. Wir haben ja drüben ein riesen Weizenfeld jetzt. So, die sind auch recht groß. Hier ist praktisch ganz viel Baumwolle. Was haben wir hier drin gehabt? Curry. Ein Curryfeld. Ja, das muss jetzt halt alles laden, ne? Hier haben wir das doppelte Maisfeld. Verschiedene Maissorten sind hier drin, weil es halt einfach zwei Mais-Seeds gab. Und da oben hatten wir irgendwann mal Soja, ne? Da war das Sojafeld, auch in einer Riesengröße. Alter Schwede, ey. Und hier, was haben wir hier gehabt? Hier waren die Tierfallen. Ah, siehst du, die haben wir auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Hier sind praktisch die Tierfallen. Die haben wir damals gesetzt, weil wir kaum an Knochen kommen. Huch, ich habe die aber das letzte Mal schon rausgeräumt. Und durch das, dass wir nicht hier waren, hat jetzt hier... Doch, da ist wieder ein Knochen. Können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. Und hier ging es dann auch schon wieder weiter mit den nächsten Feldern. Da hinten sollte noch die Rinderfarm irgendwann hin. Da brauchen wir aber erst wieder ein bisschen Zeit und Muße, ne? Die Rinderfarm. Jetzt haben wir ja vorne schon Kühe, weißt du? Vielleicht machen wir auch eine Schweinefarm. So, und von hier aus geht es jetzt ins Loft. Und dann müsste uns auch der Brösel jetzt jeden Moment begrüßen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den abgesetzt habe. Wahrscheinlich bei den Pferden, ne? Hier meine Sumpfblumen. Ja, ich mag die. So, Delle, hier wollten wir auch noch irgendwann mit Wasser ein bisschen was basteln. So ein Wasserfall nach unten. Guck mal, wie das jetzt halt kaum nachkommt im Laden hier, wenn ich so durchrenne. Aber okay. So, Mr. Brösel, dich nehme ich auf dem Rückweg dann erst mit. Der sitzt nämlich hier vor dem Pferdeding. Hier ist er. Ups, was ist hier los? Brösi, mein Guter. Geh mal ein bisschen zur Seite, genau. Nicht runterfliegen. So, unsere Pferde. Da wollte man die Namensschilder besorgen, ne? Das müssen wir auch noch machen. War da ein Huhn drin? Guck mal. Hat sich reingeschlichen. Und irgendwo ist auch der Gerd, der schon eine Diamantrüstung anhat. Hier. Alles klar. Gerd das Pferd. Muss ich sagen, mir eigentlich nichts Besseres eingefallen wie Gerd das Pferd. Wahrscheinlich, weil es sich reimt, oder? So, und hier geht es dann praktisch hoch. Ne, ne, ne. Jetzt zeige ich es dann doch nochmal für alle, die neu sind. Hier oben haben wir unseren kleinen Magieraum. Da kann man praktisch die Verzauberung machen. Ist auch noch nicht fertig, aber hier müssen wir eh ein Buch rausholen für den Atlas. La 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 la. Hier, ne? Das ist unsere Bibliothek mit Verzaubertisch. Jawohl, ja. Da fehlen noch ein paar Bücher, dass es hier zu ist. So, pass mal auf, wir brauchen ein Buch. Nehmen wir hier aus dem Regal. Sehr schön. Eisen müssen wir kurz durchjagen. Und dann brauchen wir noch einen Redstone. Den Redstone kriegen wir im Lager. Das ist das Loft. Das, sag mal, das ist ja voll furchtbar, wenn man sowas abläuft. Das können wir nicht mehr machen. Hier, ne? Das ist das Loft. Da drüben geht es dann praktisch noch zu unserer Gartenlaube, die hier unterirdisch drin ist. Und hier oben sind dann Gemüsebeete. Da hinten ist noch eine kleine Birkenfarm. Das können wir uns aber morgen anschauen. Jetzt machen wir uns mal den Atlas. Damit wir wirklich abgesichert sind, falls es wieder klatscht. So, wir müssen runter. Lalalum. Lala. Und wir müssen eh ins Lager, weil ich glaube nicht, dass hier oben noch ein Redstone rumliegt. Das habe ich auch noch nicht aufgeräumt, weißt du? Oh, was wir auch noch mitnehmen können, ist Kürbis. Weil ich ihn gerade hier gesehen habe. Kürbis holen wir auch noch gleich mit rüber. Für unseren Gruselwald. Hat das einen Mehrwert, was wir hier machen, ne? Der Spaziergang ist also nicht umsonst. So, hier gehen wir dann irgendwann am Amboss vorbei, genau. Und hier gehen wir ins Lager, da holen wir jetzt den Redstone. Alter, da haben wir schon einen Haufen Zeug gebastelt, wenn ich es mal genau nehme. So, hier automatisiertes Lager, ne? Hier einkippen, automatische Einsortierung. Die Frage ist jetzt nur... Guck mal, ein Skelettschädel, den können wir vielleicht auch irgendwie... Den nehmen wir mal mit rüber. Den können wir vielleicht drüben im Gruselwald platzieren, Leute. Schauen wir uns an, ne? Jetzt brauche ich aber den Redstone erstmal. Der müsste hier sein. Hier ist er. Einer reicht. Zack. Siehst du, hier haben wir praktisch unsere ganzen Lagerkisten. Zwei gespiegelt jetzt hier auch nochmal rüber. Drüben ist dann eher das Holzzeug gewesen. Also für die, die es noch nicht gesehen haben. Hier habe ich aber auch mehr oder weniger abgebrochen mit Einräumen. Weil wir dann rüber sind ans Bauernhaus. Und da müssen wir ja auch irgendwie ein Lager noch basteln drüben, ne? So, jetzt ist die Werkbank auf der anderen Seite. Jawohl. Jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir den Atlas. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es hinkriege. Aus dem Kopf. Ah, erstmal müssen wir das Eisen durchjagen. Wo ist es denn? Hier. Das darf jetzt, glaube ich, kein Refined-Eisen sein, ne? Und wir haben, glaube ich, aber auch gar kein Eisen mehr oder irgendwas.
Nö, das tun wir jetzt mal hoch. Den nehmen wir mit rüber, den will ich auch setzen im Gruselwald. Der kommt dann drüben in die Kiste, wo wir die anderen haben. Hier können wir vielleicht so ein bisschen Kohle nachlegen. Hätte aber nicht sein müssen. Eisen haben wir keins mehr. Jetzt muss ich kurz warten, bis das Eisen durch ist. Zumindestens, wie viel braucht man denn? 4 Stück, ne? Oder? 1, 2, 3, 4. Und den Redstone, dann haben wir den Kompass, genau. Der Rest machen wir dann zu Refind-Eisen, wenn wir drüben sind, würde ich sagen. Davon haben wir dann ein bisschen länger was, ne? So, kurzer Augenblick, paar Sekunden, dann haben wir's. 200. Folge, Leute. Ich bin total happy. Das hat mir so, mir ist es gar nicht bewusst gewesen, dass es schon so weit ist, ne? Ich glaube, das war nach Himmelsrichtungen das Eisen. Der Redstone in die Mitte. Genau, hier haben wir den Kompass. Und dann brauchen wir noch das Buch. Und jetzt haben wir den Atlas. So. Jetzt ist die Frage. Den Atlas haben wir ja. Und was ist denn, wenn ich den jetzt aufmache? Hätte ich das nicht machen dürfen? Weißt du, da ist ja noch gar nichts jetzt hier. Wie muss ich denn das machen? Da brauche ich jetzt tatsächlich Hilfe, Leute. Hätte ich den leer liegen lassen müssen? Ich weiß es nicht. Weißt du, dass der sich automatisch kopiert? Mir hat jemand gesagt, dass ich praktisch nur den Atlas machen muss und irgendwo hinlegen. Der schreibt automatisch mit. Aber jetzt kann es sein, ich hätte nicht draufdrücken dürfen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das Item ist doch dasselbe, oder? Ah, Atlas 4, Atlas 3. Es kann natürlich sein, dass er das jetzt als anderen Atlas gewertet hat. Weiß das jemand? Wie genau gehe ich denn davor, dass wir den Atlas als Kopie haben? Oder hätte ich den Atlas da reinmachen müssen mit? Nee, oder? Was passiert, wenn ich die beiden da reinlege? Atlas 3 und 4, wenn ich das jetzt mache... Ich muss ja irgendwas machen. Okay, da ist noch der alte, aber den neuen haben wir jetzt verbraucht. So, das hat sich also gar nicht gelohnt. Das heißt, ich logge jetzt hier tatsächlich aus. Matsch wollte ich noch holen, siehst du? Ich logge jetzt hier aus und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann, wie genau ich das mit dem Atlas mache. Ich habe es offensichtlich gerade verholzt. Eisen habe ich noch, Redstone auch. Das heißt, wir können uns nochmal einbauen. Ich muss nur das wissen, wie das richtig geht, ne? So, jetzt pass auf, Matsch wollte ich doch haben. Haben wir hier Matsch eingelagert oder ist der auch schon unten drin? Hier sehe ich keinen. Wir brauchen Matsch für unser Gruselding. Hollaladidü. Da ist er. Da ist der Matsch. Wie viel haben wir denn da? Ey, das ist ein bisschen was sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie kriege ich da jetzt Matsch? So kriege ich einen Matschblock. Okay. Das sind aber dann doch nicht mehr so viele Sachen, wie ich gedacht habe. Was machen wir jetzt? Ich brauche mehr Matsch. Haben wir nicht hier irgendwo Matschstellen gehabt? Ich glaube, ich besorge so ein bisschen Matsch, bevor wir losgehen. Den Kürbis nehmen wir jetzt noch mit rüber. Den Brösel machen wir dann morgen. Ich besorge noch ein bisschen Matsch für die nächste Folge, dass wir da nicht auch noch Matsch graben müssen. Hier waren die Kürbisse, ne? Das ist unsere Gartenlaube für alle, die neu dabei sind. Ja, komm, 200. Folge, da kann man mal so einen Break machen, habe ich gedacht, oder? So. Kürbisse haben wir jetzt auf jeden Fall, ja? Lass mal gucken. Die nehmen wir mit. Wir können auch oben noch ein paar abernten. Wir haben bestimmt oben noch ein paar Kürbisse, die gewachsen sind. Ich will es aber auch nicht übertreiben. Wir müssen ja noch Kürbislampen davon basteln. Das da ist auch ein gattiges Ding. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es wächst halt nicht. Ja, hier haben wir doch noch Kürbisse. Komm mal her. Hau mal die mal kurz weg hier. Jo, jo, jo. Muss ich wieder einpflanzen. Ja, ja, das wird schon gut. Den nehmen wir jetzt komplett mit rüber. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall eher wie hier. Momentan brauchen wir keine Vogelscheuchen. Ne? Natürlich setzen wir drüben aufs Weizenfeld Vogelscheuchen, das ist klar. Da lassen wir uns nicht lumpen, mumpen. Hier, der ist rausgerutscht. Sag mal, wie baue ich eine Kürbislampe eigentlich? Ich stelle mir mal vor, dass das nicht so kompliziert ist. Ich mache so. Was ist denn das? Artischocken. Ah, die habe ich nicht abgegeben. Blöd. Wo sind jetzt unsere Kerzen? Unsere Fackeln? Habe ich die vielleicht rausgeschmissen? Nee, oder? Habe ich die jetzt rausgeknallt? Nee, da sind sie. Alles klar, alles klar. Entspann dich, Voucher. Ist noch alles gut. So, wenn ich das so mache, kriege ich dann eine Kürbislampe. Jo, eine Kürbislaterne, Leute. Ja, und das setzen wir in unseren Gruselwald, oder? Oder? Oder, das finde ich gut, das wird bestimmt stark. Jetzt baue ich die aber wieder ab hier. Alles klar, das freut mich. Okay, also, wie war der Deal? Ich besorge Matsch. Bei der nächsten Folge starten wir hier mit dem Brösel zusammen durch, gehen wieder rüber, machen in der Schlucht ein bisschen Eisen klar. Hoppla, Entschuldigung, Alterle.
mach ein bisschen Eisen klar und ich bräuchte unbedingt einen Tipp, wie ich das mit dem Atlas mache. Das wäre super, wenn mir da jemand morgen früh oder heute früh, eigentlich jetzt, im Anschluss an diese Folge, Bescheid geben könnt. Dann loggen wir jetzt hier aus. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Kleiner Spaziergang. Wie gesagt, wir mussten rüber ein paar Sachen holen. Dann habe ich gedacht, ich erkläre einfach so ein bisschen gleich was dazu. Für alle, die noch nicht alles gesehen haben. Ne? So, bis morgen früh.